Das war viel zu laut. Was? Aber das ist doch mein Lieblingslied. Das macht so einen Spaß, dazu zu tanzen. Ja, das glaube ich. Aber deswegen muss es ja nicht ganz so laut sein. Da fallen mir ja die Ohren ab. Ach, Julia, zum Tanzen muss es doch laut sein. Sonst macht es doch gar keinen Spaß. Ja, aber weißt du, ich saß gerade am Fenster und fand es so super, dass es so schön still ist. Ja, da kann man ganz andere Sachen hören. So, was denn? Naja, zum Beispiel... Komm mal mit zum Fenster. So, und jetzt hör mal hin. Also, ich höre nichts. Ja, du musst schon ganz still sein. Ach so, still sein. Ja, der Wind. Oh, der Wind in den Blättern. Ja, genau. Den habe ich vorher gar nicht gehört. Und hörst du noch was? Die Grillen zum Beispiel? Ja, die zirpen. Hm, sehr gut. Oh, warte mal, Julia. Wir hören jetzt noch ein bisschen mehr weiter, ja? Okay. Ja. Das ist eine gute Idee. Denn wenn man nämlich zuhört, dann kann man nämlich... Ja, Julia, du musst aber still sein. Ach ja, natürlich. Da, ein Vogel. Der ist irgendwo in den Baum geflogen. Ja. Aber wohin? Noch nicht. Ich glaube, er ist auf dem Dach. Ja, stimmt. Und jetzt ist er weggeflogen. Also, wenn man leise ist, hört man wirklich ganz tolle Sachen. Siehst du, sag ich ja. Mhm. Ach, Elmo, halt dir mal die Augen zu. Ich habe ein Rätsel für dich. Ah, ein Rätsel? Mhm. Was hörst du jetzt? Eine Möhre! Sehr gut! Kann ich auch eine haben? Na klar. Danke schön. Bitte schön. Aber Musik mag ich natürlich auch gerne. Mir war das nur gerade ein bisschen zu laut. Ah, das hier zum Beispiel, das ist toll. Kennst du das? Ja, das ist prima. Julia, jetzt ist ja die Musik genauso laut wie bei mir. Ah, stimmt. Na, was soll ich sagen, Elmo? Du hast halt recht. Wenn man tanzen will, muss es laut sein. Ja, das stimmt. Sesamstraße präsentiert Berts Experimente. Schallwellen. Oh, schön, dass ihr da seid. Heute zeige ich euch wieder ein physikalisches Phänomen, das uns nahezu ständig umgibt. Schallwellen.
Sie sind hier überall. Aber können wir sie sehen? Nein, denn Schallwellen sind unsichtbar. Heute habe ich nichts Geringeres vor, als dies zu ändern und Schallwellen sichtbar zu machen. Und dazu habe ich diesen Versuch hier aufgebaut. Wo ist der denn bloß? Annie, was machst du denn da? Ich suche meinen Tischtennisball, Bert. Den, ja, also den habe ich mir ausgeliehen, Ernie, für mein Experiment. Ich brauche deinen Tischtennisball, um Schallwellen sichtbar zu machen. Schall-was? Schallwellen. Wer die noch nicht kennt, sollte wissen, dass wir ohne Schallwellen nichts hören könnten. Schallwellen transportieren alle Geräusche in unsere Ohren. Auch jetzt, genau in diesem Moment. Und nur deshalb kannst du mich hören, Ernie. Moment mal, Bert. Du meinst, wenn ich was höre, dann liegt das daran, dass Schallwellen durch die Luft fliegen, bis in mein Ohr? Genau. Und zwar unsichtbar. Oh. Aber mit dieser großartigen Versuchsanordnung hier können wir die Schallwellen sichtbar machen. Wie denn das? Ganz einfach. Schau hier. Man schlägt auf das eine Tamburin. Dabei gerät es in Schwingung und sendet Schallwellen aus. Die fliegen durch die Luft und dabei stoßen sie gegen das andere Tamburin und dadurch bewegt sich dann der Tischtennisball. Tja, bist du sicher, Bert? Darf ich das mal ausprobieren? Natürlich darfst du mir gerne dabei helfen. Oh, klasse, Bert. Also, wenn du jetzt auf das eine Tamburin schlägst, achte bitte genau auf den Tischtennisball an dem anderen. Alles klar, geht los, Bert. Wow, Bert, er hat sich bewegt. Hast du das gesehen? Aber ja, ich hab's dir doch gesagt. Wir haben Schallwellen sichtbar gemacht. Schlag ruhig nochmal. Oh, ja. Großartig, Bert. Aber vielleicht könnte man... Wie? Was? Andy, wo willst du denn hin? Ich mache jetzt auch Schallwellen sichtbar, Bert. Und ich bin mir sicher, dass das mit diesem großen Gong noch viel besser funktioniert als mit deinem kleinen Tamburin. Ernie, nein! Klappt doch super! Was, Bert? Spürst du die Schwingungen? Ich liebe wissenschaftliche Experimente! Ernie! Hör auf! Was sagst du, Bert? Es ist so laut, ich kann dich nicht verstehen! Wer trägt denn da so große Taschen? Sind das vielleicht neue Sesamstraßentalente? Ich bin die Chiara und kann was Tolles. Ich bin die Elisa und kann auch was Tolles. Okay, das hat bestimmt was mit diesen großen Taschen zu tun, oder? Ja, und hiermit. Ah, Chiara und Elisa spielen Cello. Nein, Kontrabass. Aber ein Kontrabass ist doch viel größer. Unsere Kontrabässe sind extra für Kinder gemacht. Das ist Herr Geiling, unser Kontrabasslehrer. Der hat einen normalen Kontrabass. So ein Kontrabass ist das größte Streichinstrument, das es gibt. Kleine Kontrabässe gibt's noch nicht lange. Bevor es die gab, konnten Kinder nicht Kontrabass spielen. Echt? Guckt mal. So kann man doch nicht richtig spielen. Da kommt man gar nicht überall dran. Das stimmt. Und wie spielt man denn auf dem Kontrabass? Ein Kontrabass kann man stehen oder am Sitzen spielen. Und weil wir ja noch wachsen, können auch unsere Kontrabässe wachsen. Praktisch. Ein Kontrabass kann man streichen. Ein Kontrabass kann man aber auch zupfen. Und wie kann man dann ein Lied spielen? Bei einem Lied muss man die Töne greifen. Jeder Ton liegt an einer bestimmten Stelle am Kontrabasshals.
Wenn ich ein bisschen zu hoch oder tief drücke, hört es sich schon schief an. Boah, das ist sicher schwer, die richtigen Stellen zu treffen. Es gibt Tricks, wie man die Töne leichter finden kann. Wir haben uns bei manchen Tönen einen Punkt hingemalt. Wie wär's denn mit einem Lied? Und zwar auf der Sesamstraßenbühne. Moment, das kenne ich. Das ist doch Bruder Jakob. Toll, Chiara und Elisa treffen schon viele Töne. Und wenn sie groß sind, dürfen sie bestimmt auch so einen großen Kontrabass spielen. Ah, wer hat bloß all die Schlingpflanzen in den Dschungel gebracht? Keine Sorge, Elmo. Ich schlag uns hier schon durch. Gern geschehen. Oh, hallo ihr. Ich bin's, euer flauschiger blauer Entdecker Grobi. Oh, ja. Und ich bin euer Freund, der Entdecker Elmo. Ja, und heute sind wir auf der Suche nach einer Pyramide. Ja, die große Pyramide von Drücker. Ja, und ich habe hier sogar ein Modell von der Pyramide in der Hand. Seht ihr? Das hier ist eine Pyramide. Ja, aber vergiss nicht, dass wir nicht irgendeine Pyramide suchen. Wir suchen speziell die große Pyramide von Drücker. Grobi, wir beide können doch dieses Modell benutzen. Dieses Modell zeigt uns doch, nach welcher Form wir suchen. Ach, wir brauchen doch kein Modell. Ich bin ein Formenexperte. Ich weiß genau, wie eine Pyramide aussieht. Los, finden wir diese Pyramide. Okay. Zuerst müssen wir uns eine Schneise durch das Gestrüpp schlagen. Aha, ich habe sie gefunden. Die große Pyramide von Drücker. Selfie. Grobi, ich bin mir nicht sicher, ob das da die Form einer Pyramide hat. Aber wie kannst du sowas sagen? Ich habe ein Selfie gemacht. Aber Grobi, sieh dir das Modell an. Diese Form da hat doch nicht die geringste Ähnlichkeit mit einer Pyramide. Nicht? Nein, die Pyramide hier hat flache Seiten, also Seitenflächen. Und die Form da, diese Form ist rund, total rund und hat die Form von einem Ball. Tja, aber wenn das keine Pyramide ist, was ist es dann? Das ist eine Kugel! Weißt du, irgendetwas in mir sagt, das hier ist eine Kugel. Das hat dir der Affe gerade erzählt. Das ist unwichtig. Der Punkt ist, wir müssen weiter aufmerksam nach einer Pyramide suchen. Ja, wir müssen weiter die Pyramide suchen. Okay. Oh, wo habe ich denn nur meinen Tennisschläger? Ich habe sie gefunden. Die große Pyramide von Drücker. Selfie. Grobi, ich glaube, dass diese Form da leider auch keine Pyramide ist. Aber ich habe doch gerade wieder ein Selfie gemacht und schon gepostet. Ja, und übrigens, diese Form hat flache Seiten, also muss es eine Pyramide sein. Ja, du hast völlig recht. Diese Form hat flache Seiten. Aber eine Pyramide hat Seitenflächen, die dreieckig sind. Ja. Aber diese Form da hat quadratische Flächen und die Form von einer Kiste. Richtig, richtig. Ich weiß nur nicht, worauf du hinaus willst. Ich glaube, das ist keine Pyramide. Aber wenn das keine Pyramide ist, was für eine Form ist es denn dann? Ein Würfel! Ah, es ist ein Würfel! Einen Moment mal. Mein Entdeckersinn sagt mir gerade, das hier ist ein Würfel! Das hat dir der Papagei verraten! Das ist doch unwichtig. Was wichtig ist, ich werde niemals diese große Pyramide finden! Ich gehe zurück nach Haus und ich werde auch alle Selfies löschen. Oh, Grobi, ist alles in Ordnung? Grobi, geht es dir wirklich gut? Ja, wer hat dieses Ding mitten in den Dschungel gestellt? Entdecker Grobi, sieh doch mal! Ich glaube, Grobi, du hast sie gefunden! Was, dieses alte Ding? Das ist doch nur ein großer Stein mit irgendwelchen Flächen, die schräg nach unten abfallen. Ja, aber sieh mal! Diese Form da hat dreieckige Seitenflächen und sie sieht genauso aus wie mein Modell hier. Weißt du, was das bedeutet? Du meinst, es sind Zwillinge? Nein, das bedeutet, das ist eine Pyramide. Oh Mann, eine Pyramide. Ich habe sie gefunden, die große Pyramide von Drücker. Ja! Selfie. Grobi, eine Frage habe ich aber noch. Welche denn? Warum heißt sie die große Pyramide von Drücker? Weil ich gedrückt werden einfach liebe. Na dann, umarmen und drücken wir die Pyramide doch. Umarmen.
Umarmen. Ja. Ja. Oh. Ah, weißt du, du bist wirklich eine große Pyramide. Und ich bin ein großer Entdecker. Nun, ein ziemlich Was? Großer. Umarmt mich ja. weiter. Zum Beispiel blinken.
schön. Hm? Und er kann sich auch drehen. So. In die Richtung. Und in die andere. Und jetzt kommt das Schönste. Er kann euch zum Abschied auch winken. Bis zum nächsten Mal in der Sesamstraße. Sag auf Wiedersehen, Roboter. Auf Wiedersehen, Kleiner.